Ich behalte auch immer das Geld jetzt im Auge. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu niedrig werden. Weil das Spiel wird mit Sicherheit teuer. Oh oh, was ist los mit dir? Warum sagst du oh oh? Oh, fortgeschrittene KI. Ob wir das noch reinkriegen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir die Grafik noch machen. Das wäre mir persönlich wichtig. Fortgeschrittene KI sehe ich jetzt nicht so dringend an. Also das finde ich jetzt nicht so wichtig dann. So, gleich das nächste Thema. Die Grafik. Und wir werden, denke ich mal, auch eine neue Engine machen. Komplett neue Engine. Ob wir jetzt auf ein anderes Genre gehen, weiß ich noch nicht. Würde aber vielleicht auch Sinn machen, im Sinne des Umbruchs halt eben auch auf eine neue Engine zu auf ein neues Genre zu gehen. So, und jetzt wird es langsam eng. Sobald wir das fertig haben, geht es ran an die neue Engine. Obwohl, wir müssten ja dann... Ne, wir nehmen nicht teil. Noch nicht, vielleicht beim nächsten Jahr. Vielleicht im nächsten Jahr. Okay, so, jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Genres erforschen, die sind natürlich teuer. Im Moment ist angesagt... Strategie. Könnten wir Strategie machen? Wir könnten Strategie machen. Gerissen und taktisches Vorgehen gegen erbarmungslose Gegner ohne ein Joystick-Profil zu sein, lockt Fans dieses Genre vor den Monitor. Macht das Sinn? Kommt, wir machen das. Wir gehen auf Strategie. Okay, da hat jemand unsere Engine verwendet. Das ist cool. Musik in 8-Bit, das wäre auch schön. Das geht nicht. Sobald wir das jetzt fertig haben, gehen wir ins Studio und entwickeln die neue Engine und danach ein Game. Und wir brauchen ja auch noch jemanden für die Qualitätssicherung nachher, den müssen wir da auch noch reinsetzen. So, das haben wir jetzt erstmal. Pause, okay. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich gar nicht. So. Engine programmieren. Neue Engine entwickeln. Start. Nee. Das wollte ich nicht schreiben. Ich wollte Strat. Strat 1. So. Optimiert für Strategie. Features. Das ist ein gutes Feature. Das ist ein gutes Feature. Sprite-Technik, Joystick brauchen wir nicht. Speicherfunktion, Scrolling. Warte, wir nehmen das rein. Parallax-Scrolling. Mehr Spieler per Switchscreen. Okay, Steuerung mit der Maus. Simple KI, das ist auch wichtig. 3D-Engine. Okay, wir haben fast alles jetzt drin. Dann nehmen wir das auch noch rein. Ob wir es denn verwenden, müssen wir mal sehen. Sound in 8-Bit. PC-Speaker Musik. Oh, aber ich denke, was Sound in 8-Bit reicht aus. So. Engine verkaufen. Machen wir das? Machen wir das nicht? Es würde natürlich nochmal zusätzlich was bringen. Aber wir lassen das erstmal. Das bleibt unsere Engine. So, auf geht's. Leute, rüber da. Wir können jetzt... Ne, da rein bitte. Du da rein bitte. Achso, ich muss die Zeit mal vorlaufen lassen, sonst geht das immer schlecht. Und du auch da rein bitte. So, und forschungstechnisch würde ich mal sagen, gehen wir trotzdem weiter nach vorne, klar. Die fortgeschrittene KI machen wir. So, wir müssen jetzt die Engine machen. Schnell, schnell, schnell bitte. Aber so wie es aussieht, wird die Engine relativ lange dauern. Weil die relativ aufwendig ist. Wir spulen einfach mal ein bisschen vor. Ich weiß gar nicht, wen wir jetzt für die Qualitätssicherung einstellen müssen, aber ich würde mal sagen, da müssen wir auch jemanden von hier einstellen. Der kennt 8-Bit-Sounds. Willkommen in der Qualitätssicherung. So.
Das ist jetzt eigentlich, so wie wir das jetzt gemacht haben, ist eigentlich der einzige Weg, um halt eben nochmal nach vorne zu kommen, irgendwie. Neuer Kopierschutz, das müssen wir alles auch noch machen. Dazu kommen wir dann nachher. Jetzt muss aber erstmal die Engine fertig werden. Gewinnbeteiligung. Das folgende Spiel basiert auf deiner Engine. Der Entwickler hat dir einen Abrechnungsbeleg. Wow! Nicht schlecht. Auch hier dürfen wir eigentlich nicht auftauchen. Nein. Deshalb klicken wir das einfach mal schneller weg. So, jetzt haben wir gleich nur noch 1 Million auf dem Konto. Spiel wurde gespeichert. Street Basketball wurde veröffentlicht. Ich könnte wetten, wenn wir soweit sind, ist das Denkspiel wieder im Trend. Verdammt. Egal. Wir bleiben bei Strat. Weil da haben wir jetzt die Engine für. Von daher. So. Wir nennen es einfach mal Ziff. Ziff 1. So. Ich schreibe es lieber nicht aus, sonst gibt es wieder Ärger. So, okay. Das Ganze für Teenager. Ach, wir haben ja... Okay. Spielt im Weltall. Ja, lassen wir einfach mal Weltall einfach nur. Hauptgenre ist Strategie. Untergenre lassen wir weg. Und dann benutzen wir unsere neue Engine dafür. So, weiter. Plattform. PC. Und für den C63. Noch gibt es ihn. Von daher, achso, wir könnten vielleicht gucken, ob noch eine andere Plattform aktionisch möglich. Du benutzt ein Chefbüro. Achso, wir haben gar kein Chefbüro. Okay. Was war denn unser letztes Spiel überhaupt? Prison Space. Obwohl, das macht, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Weil wir ja Aktion nicht möglich, ich brauche ein Chefbüro. Ach verdammt. Das ist nicht mehr so effektiv, das ist das Problem. Ist ärgerlich. Okay, wartet kurz. Dann müssen wir uns noch schnell ein Chefbüro bauen. Ist aber auch kein Thema. Kommt einfach hier in die Ecke. Sollte ja ausreichen. Vom Platz her. So. Chefbüro. Gebaut. So. Dann kann ich jetzt auch wieder solche Sachen machen. Weiß gar nicht, ob da ein Schreibtisch rein muss oder nicht. Wir stellen einfach mal einen rein. Brauch gar nicht. Okay. Okay, dann lassen wir uns weg. Okay, so. Gut. So. Spiel entwickeln. Jetzt nochmal. Ziff. 1. Spielgröße B+, Zielgruppe Teenager, obwohl, da nehmen wir alle. Machen wir einfach jetzt mal alle. So, das Ganze wieder im Weltall. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht, dass wir vielleicht nur ein Thema hätten erforschen sollen, aber egal. So, Street 1. Okay, haben wir alles. Plattform PC und C63. Weiter. Kopierschutz erwerben. So, das müsste jetzt wieder gehen. So, der ist gut. Den nehmen wir. Das kann weg. Kopierschutz entfernen. Ach nee. Okay, das wollte ich nicht. So. Das lassen wir mal. Nee, wir gehen mal mehr auf Story. Obwohl, da kommt es, glaube ich, auf Spiellänge mehr an. Das Gameplay ist hier wichtiger als die Optik. Funktionen sind hier auch viel wichtiger. So, das Ganze machen wir ein bisschen einsteigerfreundlicher und lassen den aber da in der Mitte. Okay, so, das bleibt wie es ist. Wir nehmen noch ein paar mehr. Obwohl, wir könnten eigentlich, können wir alle Sprachen reinnehmen? Wir nehmen einfach alle Sprachen jetzt rein. Wie gesagt, alles auf Sieg. Okay, das lassen wir dann so. Parallax Scrolling und wir sind sogar bei 10 von 10. Das heißt, das geht so. Das Spiel ist teuer.
das Spiel ist echt teuer. Das muss ein Erfolg werden. Ansonsten können wir das Studio echt zusperren. So, können die jetzt hier schon was machen? Das ist die Frage. Kann der schon Bugs entfernen? Der kann schon daran arbeiten. Kann der auch schon Grafik verbessern? Der kann auch gar nichts machen. Oder macht der was? Ich glaube nicht. Civ 1 ist klar, aber wir können hier noch gar nichts auswählen. Ist ja alles noch... Ist ja noch alles gesperrt. Was ist denn das für ein Mist? Muss ich das auch erst erforschen? Ist natürlich ungünstig, aber wir versuchen zumindest mal die Bugs jetzt schon mal zu entfernen. Aber dann ist das total unnütz, was wir hier gebaut haben dann. Können wir schon eine Marketingkampagne starten? Civ 1 können wir schon machen und wir gehen natürlich... Oh, wir sind schon auf 500.000 runter. Oje, oje. Ich wollte gerade sagen, wir gehen einfach auf TV, aber das ist jetzt nicht so effektiv. Wir nehmen nur Radio. Aber wir, wie gesagt, wir preschen jetzt voll nach vorne. Das ist jetzt... Wenn es in die Hose geht, geht es in die Hose. Und zwar richtig. Wichtig ist, keine Bugs drinne. Und das macht der ganz gut im Moment. Das ist echt cool. Und dann gehen wir, glaube ich, wieder auf Auftragsarbeit. Wie viel Kohle wir jetzt rausgeballert haben, ne? Das ist echt krass. Aber ich hoffe so, dass das Spiel ein Erfolg wird. Ey, das wäre so wichtig. Ansonsten, wie gesagt, können wir zusperren. Und ihr seht ja auch schon, wie lange die Entwicklung dauert. Das dauert jetzt echt lange. So, da sind jetzt wieder drei Bugs drin. Wenn er sich hinsetzen würde und daran mal arbeiten würde, wäre das sehr nett. Er arbeitet dran. Und er findet wieder ein paar Bugs und macht die raus. Sehr schön. Gehen wir noch auf eine Messe? Nein, gehen wir nicht. Können wir nochmal eine Marketingkampagne starten? Wahrscheinlich eher nicht, weil wir momentan kein Geld haben. Wir könnten noch mit Plakaten werben. Oder in der internationalen Spielezeitschrift. Wir gehen nochmal auf Plakatwerbung. Es wird langsam spannend. Wir haben jetzt nur 50% fertig bis jetzt. Gewinnbeteiligung. Oh, wir kriegen nochmal Geld. Yes. Vielleicht können wir dadurch jetzt nochmal ein Feature erforschen. Dafür reicht die Kohle gerade noch so. Geh nicht so viel auf Toilette, wir haben schon wieder so viele Bugs drin im Spiel. Okay, vielleicht müssen wir ja nochmal einen Schreibtisch kaufen und dann noch jemanden einstellen. Wartet kurz, das machen wir fix. Stand da eben gerade was von Rollercoaster. Ich will keine Bugs im Spiel haben. Das ist halt eben einfach das, was ich... Das Spiel muss erfolgreich sein. Ja, Rollercoaster Empire oder irgendwas hat er gerade da gesagt gehabt. So, wir müssen nochmal jemanden einstellen. Personal einstellen, Programmierung. Ist mir jetzt eigentlich auch wurscht, den besten, den wir kriegen können. Für das Geld. Und den setzen wir da rein. So. Und los geht's. Da fällt mir gerade noch was ein. Wir müssen vielleicht noch ein paar Schreibtische kaufen. Weil wir nachher wieder Auftragsarbeit machen werden. Und da können wir jede helfende Hand gebrauchen, um die Aufträge möglichst natürlich schnell abzuarbeiten. So. Gut, aber jetzt geht es erstmal darum, Bugs rauszufinden und ein erfolgreiches Spiel zu machen. Wie schnell die Kohle weg ist, ne? Wie schnell die Kohle einfach mal weg ist. Wir hatten 3 Millionen und die ist jetzt einfach mal weg. Und das Spiel ist immer noch nicht fertig. So, jetzt sind wir im Minus. Was natürlich schlecht ist. Aber ich habe noch Hoffnung. Ich habe echt noch Hoffnung. Aber wenn das Spiel jetzt total floppt, dann... ja. Dann war's das.
Und wir sind jetzt momentan, also für unsere Verhältnisse sind wir hoch mit den Punkten. Sind wir echt hoch drin, ne? Momentan. Aber ob das reichen wird, weiß ich nicht, weil die Frage ist halt eben, wie gut sind die anderen schon? Fantasy Tactics 2 ist schon rausgekommen. Ja, die haben schon, zumindest schon mal die Funktion, dass sie Spiele weiterentwickeln können, offensichtlich. Sim Echo ist rausgekommen. Beim letzten Brainstorming wurde einige tolle Ideen für das aktuelle Spiel zusammengetragen. Dies könnte das Spiel deutlich verbessern. Yes! Sowas lese ich doch gerne. Obwohl die 12 da, glaube ich, jetzt auch nicht so ausschlaggebend sind. So, da dürfen wir auch nicht auftauchen, weil wir ja kein Spiel gemacht haben. Ich hoffe mal, dass wir beim nächsten Mal da drin sind. So, jetzt haben sie wieder ein paar Bugs, die sie rausfiltern müssen. Das klappt echt gut. Na, wenn wir jetzt die Grafik noch irgendwie verbessern könnten. Das geht ja leider nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist noch gesperrt. Warum kann ich denn diesen Raum überhaupt schon bauen? Wenn ich das nicht benutzen kann. Das ist doch schwachsinnig. Das nervt mich. Hätte ich den Raum nicht bauen müssen. Space Civilization veröffentlicht. What? Das war unsere Idee. Verdammt. Ich hoffe nur, dass wir es besser machen können. Als die da. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war gerade. Wenn ich es wüsste, dann wird es Ärger geben. Wegen Ideenklau. Einzelne Spieler hat genug Soundpunkte gesammelt, um das Soundstudio freizuschalten. Ja, brauche ich jetzt auch nicht. Können wir uns momentan eh nicht leisten, von daher. Egal. Oh, der hat gar nichts mehr zu tun. Dann, mein lieber Freund, gehst du bitte mit an die Entwicklung. Nicht auf Toilette, an die Entwicklung. So, sehr schön. Ist eh besetzt gerade. So. Es wird jetzt langsam echt Zeit, dass das Spiel rauskommt. Es sind noch 2 Bugs drin, ein Bug noch. Wir müssen irgendwie versuchen, auf 0 zu kommen. Es kommen halt eben immer wieder neue Bugs rein. Aber wir sind gleich fertig. 0 Bugs, sehr schön. So, Sif. Okay, ist egal. Möchtest du das Spiel veröffentlichen? Ja, bitte. 0 Bugs, sehr schön. Das hier sieht auch sehr gut aus. Jetzt brauchen wir nur einen vernünftigen Publisher, der uns ordentlich beteiligt. So, mit dem haben wir schon mal zusammengearbeitet. Aufbauspiel. Passt eigentlich. So ein bisschen, zumindest. Zumindest von meiner Idee her. Du hast dein 10. Spiel veröffentlicht, um deine Spiele mehr Kunden anzubieten. Solltest du parallel auf mehreren Plattformen dein Spiel entwickeln. 4. Plattform steht zur Verfügung. So, gucken wir mal. 50% nur? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich dachte, es ist besser. Ehrlich, ich habe gedacht, es ist besser. Aber der Sound ist halt eben schlecht. Wir hätten doch die 8-Bit-Sounds da machen sollen. Das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt richtig. So, wir gehen jetzt auf Auftragsarbeit. Wir müssen irgendwie versuchen. Das. Okay, wir versuchen es einfach mal. Wir sollten eigentlich. Ja, wir wollen den Auftrag annehmen. Und dafür setzen wir jetzt natürlich alles ein, was wir haben. Es muss irgendwie jetzt gehen. Es muss gehen. Guck mal, ey, wir haben 700.000 mit dem Spiel Verlust gemacht. Das spielt das nie mehr rein. Ich glaube, das war's für uns. Da können wir uns jetzt noch so mit Auftragsarbeit reinwerfen. Aber ich glaube, das können wir einfach auch nicht mehr ausgleichen im Moment. Zumindest sollten wir die Auftragsarbeit rechtzeitig fertig bekommen. Das sieht so momentan sehr gut aus. So ein bisschen Gameplay testen, das kriegen wir zumindest noch hin. Das spielt das Spiel nicht rein, das ja, können wir nicht. Wir können auch keine Kredite mehr aufnehmen. So, zumindest die Auftragsarbeit haben wir geschafft. Dann versuchen wir gleich die nächste noch zu machen. Prototypen machen. Sieht auch ganz gut aus. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass Civ 1 so gefloppt ist, ey. Aber ich glaube, das hat sich unser Studio auch erledigt. Ja, ist aus dem Handel genommen worden. Verlust von 500.000 knapp. Also ein bisschen drunter, aber trotzdem schlimm. Ist eine Katastrophe für uns. Also kann man jetzt nicht anders sagen. Da haben wir voll vermiest und ich glaube, das hier geht sich auch nicht ganz aus. Doch, ist sich gerade noch so ausgegangen. Na Gott sei Dank.
Aber wir kommen halt eben jetzt nicht mehr aus den... Wir kommen nicht mehr aus den roten Zahlen raus. Das müssen wir einfach mal jetzt uns eingestehen. Das geht nicht mehr, weil wir haben jetzt so viele Zinsen, die wir zurückzahlen müssen. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit wäre jetzt, die Engine wieder zu verkaufen. Aber auch das geht ja nur, wenn wir die erstmal weiterentwickeln. Und ich glaube, das geht nicht. Entwicklung unterstützen. Ach so, okay, damit könnten wir dann noch irgendwie jemanden unterstützen. Wollen wir nicht. Können wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir könnten die updaten, aber... Oh, wir können die doch. Jetzt können wir auf Verkaufen setzen. Und hoffen, dass sie irgendjemand nimmt. Wir gehen mal auf 14%. Warum? Wartet mal, hat er das genommen jetzt? Okay, das steht zumindest drin. Ich hoffe, jemand nimmt die. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten... Das können wir auch nicht machen. Das könnten wir vielleicht noch machen. Aber wir haben ja, einfach das Geld nicht dafür, wenn wir das jetzt machen wollten. Das geht auch nicht. Wir haben keine Wirtschaftssimulation. Wir können jetzt kein neues Spiel entwickeln. Wir müssen jetzt warten, bis jemand uns nochmal einen Auftrag gibt. Aber... Ja, wir haben alles... Wir haben jetzt wirklich alles in das Spiel reingeworfen, was wir noch machen konnten. Wir haben wirklich vollen Kredit aufgenommen. Wir haben es versucht, irgendwie mit einem neuen großen Büro mit mehr Leuten irgendwie hinzukriegen. Hat nicht geklappt. Ist euch nicht ausgegangen. Damit würde ich sagen, war das schon mit diesem Let's Play. Leider, ich hätte gerne noch weitergemacht, weil wir sind gerade mal bis 1989 gekommen. Ey, wir waren gerade mal 9 Jahre auf dem Markt. Das ist eigentlich voll wenig. Ich hätte da gerne mehr geschafft. Aber gut, kann man leider nicht ändern. Natürlich, wenn ihr sagt, ey, das Spiel ist doch voll cool und macht Spaß zuzugucken, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht machen wir dann eine zweite Staffel und fangen einfach nochmal neu an. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, hier werden wir wahrscheinlich nicht drin auftauchen. Gucken wir nochmal kurz. Doch, als schlechtes Spiel. Damit sind jetzt auch zum Ende unsere Fans noch alle wieder weg. Okay. Also, wie gesagt, das war's. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir eine zweite Staffel oder liked das Video. Und ansonsten könnt ihr uns auch abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann hoffe ich, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt hier versaut haben an dem Punkt. Euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.